studierst seit 30 Jahren Farbe. Bist du perfekt in Rot? Aber logisch. Aber nein. Aber nein. Wirst du mal perfekt in Rot? Hoffentlich nicht. Du wirst dich ja aufhören zu malen und mich dann hinlegen zum Sterben. I like the mood that they create in the apartment. The colours always give me a really good feeling. And I've always liked pink, so it's great to have a pink painting in my hallway. Ich würde mal sagen, ich habe es mir als Übungsfeld erkoren. Blau und Rot, Türkis, auch Gelb. Gelb gelingt inzwischen. Sehr toll. Das ist eine Errungenschaft meiner letzten Jahre. Ab und zu gelingen gelbe Bilder, die echt schwierig sind. Orange natürlich. Und alle Mischtöne dazwischen, die man sich so vorstellen kann. Warum ist Gelb schwierig? Gelb ist schwierig zu malen. Weil Gelb. Wahrscheinlich ist es genauso schwierig, wie wenn man versucht, Licht zu malen, weil Gelb ja sehr nah am Lichthaften dran ist. Und Gelb ist ja so, dass Gelb immer auch eine gewisse oder eigentlich eine ganz große Strahlkraft hat. Und diese Strahlkraft führt dann oft dazu, dass ein gelbes Bild recht schnell laut wird und recht schnell einem fast in den Augen wehtut. Und dieses, dass es die Strahlkraft hat und trotzdem nicht in den Augen wehtut, das hinzubekommen, das ist schon auch eine größere Herausforderung. Wieso sehen deine Pinsel eigentlich so aus? Weil ich sie nicht auswasche. Ich stelle sie unausgewaschen in Wassergefäße, damit sie nicht austrocknen. Und mit der Zeit werden die eben schön breit und flächig und damit lässt sich ganz wunderbar Flächen tupfen. Und um diese Farbflächen auch in einer gewissen Form oder einer gewissen Art homogen zu bekommen, muss ich diese Tupfvariante anwenden. Sobald ich hier anfange, gestisch zu werden, habe ich immer auch das Gestische im Bild und das lenkt öfters eher ab von der stillen und ruhigen Wahrnehmung oder von dieser Möglichkeit, in eine gewisse Bild- und Farbmeditation zu kommen. Was ich an Spankos Bildern liebe, ist, dass sie für mich lebendig sind, weil sie sich verändern und andere Tiefen auf einmal zu sehen sind, die vorher scheinbar nicht da waren. Du benutzt ja ganz selten Leinwände, das ist jetzt eine. Warum? Ja, meistens nehme ich ja diese Hartfaserplatten, weil die einfach viel besser sind, wenn ich immer dieses Tupfen da drauf mache. Und mit großen Pinseln funktioniert das auf den Leinwänden nicht so gut. Da habe ich es aber vor, mal ein ganz helles Bild zu machen, also auch wirklich mit wenig Farbe und so sehr licht und luftig. Und von dem her brauche ich nicht viele Schichten, nicht viele Tupfereien. Thank you.
auch ein Grund, warum ich gern diese Hartfaserplatten nehme. Weil wenn man jetzt hier sieht, ich habe genau die gleiche Farbe genommen, ähnlich aufgetragen. Das hier hat von der Farbigkeit eine ganz andere Dichte, eine ganz andere Anmutung jetzt, wie jetzt die Farbe hier auf der Leinwand, auf der feuchten Leinwand. Vorsicht hier. Das ist einfach viel zu laut, viel zu knallig, viel zu bunt. Und das wieder wegzukriegen, dauert immer ein bisschen. Und da muss man einfach ein ganz anderes arbeiten jetzt hier auf der Hartfaserplatte. Also laut und bunt gefühlt dir da nicht? Laut und bunt. Also bunt gefällt mir schon. Sieht man ja. Aber es sollte nicht laut sein in dem Sinne, also in dem Sinne von laut und knallig und einfach so, dass er jetzt gleich anspringt, sondern eher schon auch farbig und kraftvoll, aber nicht laut und, ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber man sieht es, glaube ich. Gehst du nicht ans Telefon, wenn du arbeitest? Das Arbeiten ist gerade wichtiger wie telefonieren. Was ist deine Lieblingsfarbe? Es schwankt so. Einmal habe ich dann die Türkisphasen, also Türkis male ich jetzt schon recht lang und das ist schon eine sehr, sehr spezielle Farbe. Aber auch dieses Rot-Orange, so dieser Zwischenbereich, das sind so zwei, im Prinzip zwei Hauptfarben, die immer wieder kommen. An einem schönen sonnigen Tag sind wir zu Stuck in die Galerie gefahren und dann dieses Farbenmeer zu sehen und diese physische Art der Arbeit, die er in diese Bilder investiert. Es war so wunderschön, dass wir uns dann gleich entschlossen haben, auch ein Bild von ihm zu kaufen. Und dieses Blaue und Rote mit dem unglaublichen intensen Orange, meine Lieblingsfarbe zugegebenermaßen, hat uns so überzeugt, dass wir es auch gleich hier bei uns in die Wohnung gehängt haben. Und da erfreut es mich nun jeden Tag, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit. Es hat eine Tiefe, es hat eine Fröhlichkeit und trotzdem aber auch irgendwo, ja, es ist einfach dauerhaft und wunderschön auf Zeit. Und deswegen haben wir sehr viel Spaß mit Stuckgussbildern. Die Farbfelder verweigern sich ja auch jeder Idee einer Interpretation. Da gibt es eben kein Schiff, das von rechts nach links fährt oder das sieht wie eine Frau aus, die hinten steht. Es ist ein Rot und ein Rot ist ein Rot. Was allerdings passiert und ganz erstaunlich passiert, wenn wir länger auf ein Farbfeld schauen, es fängt zu pulsieren an, es lebt. Und in uns allerdings wird es ruhiger, denn je mehr wir ein Farbfeld betrachten,
Je mehr wir uns einlassen auf diesen Moment, desto ruhiger wird es in uns. Ist es dir nie langweilig in Farbe? Langweilig in Farbe. Das ist so, wie wenn man sagt, dass es Einatmen und Ausatmen langweilig wäre. Denkst du oder schaust du nur? Ich schaue nur. Stanko beobachtet viel. Er schaut aufmerksam hin. Ganz genau hin. Das fällt einem richtig auf. Es gibt wenig Menschen, die so genau hinschauen. Er wurde 1962 in Slowenien als zweitjüngstes von 4 Kindern geboren. Und er war ein Barfußkind und arm, ohne es zu merken. Es gab zwar keinen Strom und kein fließendes Wasser und keinen Vater, aber dafür viele Kinder und ein großes Bett und die slowenischen Weinberge. Die große Freiheit. Seine Mutter wollte der Armut entkommen und nahm den Heiratsantrag eines Witwers mit 5 Kindern an, der kurz vorher nach Deutschland ausgewandert war. Sie konnte nur ihre jüngste Tochter mitnehmen. Und ein Jahr später holte sie Stanko nach. Aber in dem neuen Zuhause gab es keinen Platz für ihn und er kam ins Heim. Ja, zunächst mal habe ich das Zuhören gelernt, weil sie natürlich mit der neuen Sprache, mit dem Deutschen, recht schwierig war zu Beginn, ohne ein Wort davon zu verstehen. Und da war natürlich einerseits ein Hinhören und aber auch ein Hinsehen, also um auch zu verstehen, was die Leute mir sagen wollten. Ganz essentiell. Spannend ist auch, wenn es mal nicht funktioniert. Dann passiert was, womit man nicht rechnet. Zu viel Farbe, zu schlampig, wie auch immer, und dann entsteht immer wieder, aber nicht immer, aber immer wieder auch, was man mit mir einfach nicht gerechnet hat. Magst du das, wenn es nicht funktioniert? Ja, nicht immer, das ist aber unvermeidlich. Menschen lässt sich manchmal. Wie das Leben. Wie das Leben, das ist quasi wie das echte Leben. In Farbe. In Farbe. Ja. Woran erkennst du, dass es fertig ist? Erstmal lang hinschauen. Und wenn dann keine Ecken und keine Kanten und keine Bereiche da sind, wo ich so das Gefühl habe, dass die nicht fertig sind. Dass da noch was hin muss, dass es da noch was braucht, damit es anfängt zu leben und zu pulsieren und die Farben so eine Art Eigenleben beginnen. Dann nähere ich mich dem Moment, dass es vielleicht fertig ist. Aber meistens ist es gut, es dann stehen zu lassen. Ein Tag, 2 Tage, eine Woche. Wieder drauf zu schauen, wieder drauf zu schauen. So ist es oft. Manchmal sieht man es auch gleich, dass es fertig ist. Das ist eine neue Serie. Ja, das ist mal der Versuch, den Farbflächen eine andere Struktur zu geben. Schauen, was passiert. Wenn er doch auch
Stil der ursprünglichen Malerei ja mit der Illusion von Raum arbeitet, von Räumlichkeit und Tiefe und so weiter. Aber wir haben ja hier immer nur eine Fläche, wo Farbe drauf ist. Da ist ja kein Raum. Aber schon lustig, wie schnell das dann entsteht. So ein strukturierter, haptischer, räumlicher Eindruck mit ein bisschen mit kleinem Pinseleffekt. Du hattest heute Sammler da. Die sind mit 3 Bildern rausgegangen. Wie funktioniert es bei dir, wenn jemand kommt ins Atelier? Naja, wenn man sich für ein Bild hier interessiert oder begeistert am besten, dann ist es ja immer auch, hat man ja erstmal nur den Atelier-Eindruck von dem Bild. Und das heißt aber nicht, dass die Bilder dann auch, wenn sie mit nach Hause nehmen, dass die dann auch so ausschauen wie jetzt bei mir im Atelier, weil hier wirklich ein optimales Farb- oder Bildlicht ist. Und deshalb biete ich den Sammlern an, die Bilder mit nach Hause zu nehmen und die auch mal Probe zu hängen und auch mal damit zu leben. Also was mich von Anfang an diesen Bildern begeistert hat, war diese unglaubliche Strahlkraft, diese freundliche, die Intensität der Farben, die daraus spricht, aber auch die Ruhe. Und diese Mischung, die mag ich wahnsinnig gerne. Und das Bild hier vor allen Dingen, das ist für mich wie so eine Art Lebenselixier. Wenn ich hier im Büro sitze und Kraft brauche, dann kann ich dieses Bild anschauen und das gibt mir ganz viel Kraft. Und das Bild hier hat eine Wärme, obwohl es auch cool ist, aber es strahlt sehr viel Wärme aus und tut einfach gut, mit diesem Bild zusammen in einem Raum zu sein. Ja, auch wenn ich manchmal versuche, ein Bild ähnlich oder gleich zu machen, wie ich schon mal eins gemacht habe, gelingt mir das eh nicht. Interessanterweise. Wahrscheinlich auch, weil das Bild ja ab einem gewissen Moment immer auch selber was will. Wenn es einem dann nicht so weiterhilft, wenn man meint, man hat das so alles im Griff. Was will das Bild denn von dir, das hier jetzt? Ja, meistens ist ja so, dass die Bilder, wenn sie Zeit haben und Raum haben zu wachsen, dann werden die ja Individualitäten. Und eine Individualität will natürlich nachher auch für sich selber stehen. Möchte nicht irgendwas ähnlich sehen oder andersrum, möchte nicht ein Abbild von einem zweiten oder dritten sein, sondern es möchte ja was Eigenes sein. Machen Farben was mit dir? Ich meine, ändern sie deine Stimmung? Ja, klar. Einerseits entstehen die aus Stimmungen, aus tieferen Seelenschichten, die dann so nach oben drängen, weil sie einen Ausdruck brauchen. Und dann werden sie sichtbar, dann werden sie reell und bekommen dann ein Gegenüber, ich bekomme ein Gegenüber und damit passiert dann sowas wie ein stiller Dialog, wo im Prinzip ein Seelenklang sichtbar wird. Das ist der große, schöne Vorteil beim Malen. Und wenn es dann gut ist, tritt dann sowas wie eine ganz eigene Stille ein.